Halli und Hallöchen, meine lieben Freunde. Und damit darf ich euch herzlich willkommen als Blacky nochmals begrüßen. Heute werden wir nochmal gegen Kerberos kämpfen. Und dieses Mal habe ich eine andere Strategie, Leute. Ich habe mir ein paar Videos angeguckt. Tatsächlich, ich habe mir zuerst so einfach im englischen Let's Play, das er verpanisch gespielt hat, angeguckt. Der war schon viel weiter, deshalb hat er den Typen ohne Probleme gekillt. Dann habe ich mir aber noch was von einem Deutschen angeguckt. Und der hat tatsächlich die ganzen Potions, die wir hier haben, den NPCs gegeben. So gesehen, dass wir halt nicht heilen müssen, sondern dass es die NPCs machen können. Was tatsächlich für mich gar nicht mal so dumm erscheint. Weil während dann wir mit heilen beschäftigt sind, oder wir dann irgendwie die Falschen haben oder was weiß ich, kümmern sich halt die drum, ne? Deshalb habe ich jetzt tatsächlich meine NPCs gegeben. Und, anvisieren. Die Gegner anvisieren ist anscheinend auch wichtig. Ich hoffe, dass wir es jetzt schaffen. Ansonsten weine ich. Nee, aber es wäre echt von Vorteil, wenn wir das schaffen könnten, dass wir endlich mit dem Spiel weitermachen können. Weil wir hängen jetzt schon drei Parts an dem Boss und das ist schon ein bisschen nervig. Also für mich zumindest. Dass wir die Zwischenzeit jetzt mal gucken müssen, ist auch nervig. Deshalb gucke ich jetzt einfach mal richtig unprofessionell auf mein Handy. Sehe da nichts überwältigend Wichtiges. Ja. Kleiner, ich habe zwei Worte für dich. Kämpfe! Ist ein Wort, aber Dankeschön. So, wir werden ihn zuerst die Blitze raufhauen und auf jeden Fall da und anvisieren, wenn es geht. Ja gut, aber hier sollte ich aufpassen, wenn er das macht. Ja, dann hat er die Phase jetzt. So, dann treffen wir nämlich auch jedes Mal. So, und jetzt einfach ein bisschen ganz normal schlagen. Und halt ausweichen. Und der Typ hat auch immer zweimal geschlagen. Aber der hat zweimal geschlagen, dann ist er weg. Wieder weg. Zweimal schlagen. Weg. Schlagen. Weg. Funktioniert gerade total gut. Jetzt nehmen die schon ihre Potions. Jetzt kommt wieder das mit dem Feuer. Aber da können wir dann selbst eigentlich gut ausweichen, auch wenn wir anvisiert haben. Dankeschön, Goofy. Komm nochmal runter, komm. Macht der Feuer oder was macht der? Nichts. Okay, so, ja, jetzt macht er das, okay. Ja, gut, dann können wir ja leicht ausweichen. Dann müssen wir eigentlich echt nur wegrennen. Der Typ wieder gesagt, die Attacke wäre voll heftig. Ja, du rennst halt weg. Merk schon, wie heftig die ist. Total heftig, du musst wegrennen. Aber wir haben jetzt schon halb down. Zwei Potions. Selber geht es uns eigentlich echt noch gut. Das können wir diesmal sogar echt schaffen. Ich glaube fast, dass die Taktik... Ich meine, die zwei sind noch kein einziges Mal gestorben. Wie gesagt, zwei Potions erst weg. Da muss ich halt aufpassen. Fuck. Okay, das war klar. Okay, warum die jetzt gestorben sind, weiß ich nicht, obwohl sie Potions haben. Oder die haben dann, oder haben die, die können nicht alle Potions benutzt haben. Dort hatte 3 und Goofy hatte 4. Die können nicht alle Potions benutzt haben. Aber ihr seht, wir haben ihn jetzt schon auf Viertel Live runter. Also es läuft. Heute wirst du fallen, oh großes Wow Wow. Ja. Yeah. Ich hoffe, dass die nur bald wiederbleiben werden, weil ich habe mir natürlich selber keinen einzigen Potion gegeben. Ob das jetzt klug war oder nicht, weiß ich tatsächlich nicht, aber es hat ja nicht funktioniert letztes Mal. Deshalb habe ich gedacht, mache ich das mal anders. Warte mal. Was? Ich warte jetzt einfach, bis die anderen respawnen. Das passt schon. Nein, ah, das war das. Okay, da ist Goofy. Und Donald. Können die eigentlich nur mehr Potions geben? Nee, gegenseitig sich natürlich auch. Aber die machen es irgendwie nicht. Obwohl sie Lowlife haben. Das verstehe ich halt nicht. Die haben Potions, aber benutzen sie nicht. Das verstehe ich halt echt überhaupt nicht. Ich meine, die hätten sich gerade locker gegenseitig retten können.
Aber gut. Theoretisch können wir ihn hier auch kurz angreifen. Ah, nee, nee. Jetzt ist Jonathan schon wieder tot. Ja, gut. Ja, gut. Mache ich das im Alleingang oder wie? Moment. Das kriegen wir. Nein! Fuck. Moment. Nein. Sehr gut, Goofy. Da würde ich mir mal einen Potion geben. Goofy? Potion? Goofy? Hallo? Goofy? Ich habe Low Life. Und du hast die Potions. Fast alle. Goofy? Goofy! Hey! Keine Potions? Donald Potion? Warum geben mir die Spaß? Alter, warum haben wir die keine Potions gegeben? Wir hätten den so leicht haben bekommen. What the f... Haben wir jetzt die Items noch? Oder hat... Nee, ich hatte die nicht. Warte mal, wir schalten das jetzt mal auf. Wir haben... Wir haben 1, 2... Wir haben 3 High Potions. Und 3 Potions. Ja, dann passt das schon. Ah ne, Donald kann sowieso nur 2 tragen. Ja. Aber warum haben die mich nicht geheilt? Ich meine, die hatten doch noch Potions. Die haben insgesamt 2 eingesetzt. Die KI ist ein bisschen, ne? Nicht ganz so toll, Disney. Nicht ganz so toll. Ich hab nämlich Durst. Keine angefangen? Ich hab gedacht, ich hätte angefangen. Moment, bitte. Ich habe 2 Worte für dich. Kämpfe. Ja, ja. Mach nochmal einen Safe State, sonst wir wieder verkacken, dass wir nicht jedes Mal die Zwischensequenz angucken müssen. System speichern. So. So, anvisieren. Anvisieren. Sehr gut. Nee, nee, wir warten. Das ist dumm, das jetzt zu machen. So, jetzt wechseln wir das Ziel auf die Seite. Jetzt warten wir den Kopf jetzt einmal an. Gehen weg. Gehen weg. Gehen weg. Wow, das war dumm. Okay, das ist gerade schlecht, was ihr... Alter, Patrick. Okay, 3 Potions sind weg. Ich habe mitgezählt. Fuck, ausweichen. Ja, das war jetzt nicht so gut, dass wir uns echt zu oft haben treffen lassen. Aber mit dem Anvisieren läuft es generell besser. Ich hätte ihn, glaube ich, von Anfang an anvisieren sollen. Ich glaube, das ist von Anfang an mein Problem. Problem. Ich will den. Genau den. Moment. Nein. 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 Die KI von denen ist halt so wünschenswert. Goofy hat noch einen Potion, da könnte Donald heilen.
Aber stattdessen greift der Kerberos an und verreckt selber. Das ist eine KI, die man sich wünscht. Er trifft ihn nicht mal. Das ist ja noch das Peinliche. Ach, er macht nochmal den Schatten. Und weil Scoofy steht dann direkt was vertikal programmiert. Feuert den Typen. Schau, Goofy, du stirbst nicht gleich. Weil du kein... Oder du stehst auf ihn. Alter, das hätte mich niemals treffen dürfen. Das auch nicht. Ach, komm schon. Das ist doch scheiße. Ich mach's so wie in den Videos und die KI ist es zu dumm, die fucking Potions zu benutzen. Okay, das ist am besten. Okay, und ich habe jetzt relativ gut Leben in der ersten Phase behalten. Macht er schon seine Drecksschattenattacke? Hallo, was machst du da? Hallo? Nee, macht er nicht. Fuck! Ach, was ist das? Die lassen sich aber auch so oft free treffen. Da, das. Seht ihr Donald? Das sieht ihm einfach deshalb... Okay, jetzt haben wir fast keine Potions mehr, weil Donald alles verschwendet. Das ist das Problem an dieser unglaublich scheiß KI. Ey. Ah, fuck. Bleib doch nicht so... Dieser Free Damage, Patrick. Der erste Versuch sah so gut aus und dann... Ach, nochmal. Und Goofy, gut gemacht. Ach, er lebt noch. Okay, die NPCs verhalten sich gerade gar nicht mal so dumm. Ich glaube, wir haben bis jetzt... Ah, fuck! Das war dafür gerade richtig schön... Weg, 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 weg. Was die NPCs da machen, ist mir egal, aber ich kann ihn gerade auf jeden Fall gut treffen. Jetzt greift ihn an! Jetzt müsst ihr ihn angreifen! Genau jetzt! Und jetzt macht ihr es nicht! Okay, doch, ich versuch's. Ne, meint. Mit den Kopf.
Nein! Keiner mehr in Potion. Ich habe mich auch gerade wieder so... Warte mal, weißt du, was ist mit Scheiße? Geil, meistens Safe State hier und dann mache ich das von hier aus. Der hat Half-Life. Punkt. Auch wenn ich Lolof habe, ich mache jetzt einfach... Ich spiele jetzt mit Safe States. Fickt euch alle, ihr habt keinen Bock mehr. Es dauert aber sonst auch einfach zu lange und ist einfach nur langweilig. Und alles rausschneiden habe ich auch keinen Bock. Weil dann hin eine Stunde aufnehmen für 20 Minuten. Dafür gucken, das ist zu wenig, dass es sich lohnt. Sorry, ist so. Dafür lohnt sich der Arbeitsaufwand einfach nicht. Ihr habt beide echt keine Potions mehr, oder? Potion, Goofy. Ich werde jetzt von hier. Ach so. Ja, doch. Gibt's da eigentlich keinen? Weißt du, der Boss ist einfach auch im Vergleich zur ersten Welt. Das ist einfach kein Vergleich. Einfach überhaupt keine Linie, da überhaupt kein Gleichgewicht zwischen dem Boss und denen aus Alice im Wunderland. Null Gleichgewicht, null. Das habe ich im letzten Part schon gesagt. Aber ich speichere es nochmal. Scheißegal. Nochmal. So viel stark speichern. Wow. Die NPCs sind aber auch nur da, damit sie da sind. Na, wie ich sehe, hast du auch kein Potion mehr. Sehr gut. Was sind die NPCs eigentlich da, wenn sie nichts machen? Moment, er scheint mal eingreifen lassen. War gut, Donut. Okay, wir treffen ihn gerade relativ gut. Es wird auch der Sieg. Ich werde es auch weiter mit den Safe States spielen. Also für den Boss jetzt vor uns. Nicht, dass ihr jetzt denkt, das ganze Spiel lieber. Okay, gut. Soll er dir jetzt sagen, oh, du bist so lame, fick dich. Ich bin noch ein kleiner YouTuber. Ich kann sowas noch machen. Wenn ich zugefilmt werde, ist es mir egal. Und auf meinem Kanal seid ihr kein Skill gewohnt. Aber von dem her ist es auch völlig legitim für mich. Ich weiß nur, dass dieser Boss fucking übertrieben ist. Mehr sage ich nicht. Der Boss ist übertrieben. Punkt.
Das steht in keinem Verhältnis zum ersten Boss, in keinem. So, der wahrscheinlich letzte oder einer der letzten Save States. Oh. Fick dich. Halle fucking Luja. Und so ernenne ich euch hiermit zu Juniorhelden und übertrage euch alle Rechte und Privilegien, an den Spielen teilzunehmen. Des Weiteren. Hey, was meinst du mit Junior? Wollte ich gerade auffragen. Zu wahren Helden fehlt euch Grünschnäbeln schlichtweg noch das Zeug. Und was braucht man dazu? Tja, das ist etwas, das ihr schon selber rauskriegen müsst. Fick dich, Herkules. Ganz genauso wie ich damals. Kein Problem. Wir werden in den Spielen beweisen, was wir drauf haben. Wir müssen jetzt echt die Spiele auch noch machen. Spiele gibt es sobald keine neuen. Also. Muss erstmal das Chaos von der letzten Schlacht beseitigen. Okay. Okay. Wir kommen wieder. Nein. Wenn ihr Kerberus da habt, kommen wir nicht wieder. Immer noch nicht. Der Junge hat tatsächlich Kerberus besiegt. Ach, Kerberus, ich habe ganz etwas ausgesprochen. Ich hatte Kerberus schon fix und alle gemacht, bevor der Kleine ins Spiel kam. Alter, Kolosse, ich schwör's dir, ich bring dich um. Ich bring dich um. Meine Lippen sind versiegt. Ich bring dich um! Wow, wir haben eine Heldenlizenz erhalten. Ich raste aus. Da hinten ist... Keine Ahnung. Dann sprechen wir beim nächsten Part an. Wir haben Kerberus besiegt. Mehr... Möchte ich nicht mehr tun. Der Part ist für mich erfolgreich genug. Wenn er euch auch gefallen hat, freue mich über einen Daumen oder einen Kommentar. Link zur ersten Folge und zu Plays des Projektes unten in der Beschreibung. Und nach also schon wieder Links wie YouTube, Facebook, Prox, Hitbox, Twitter, Instagram. Ich sage tschüss, wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns dann am Montag wieder. Und ja, was gibt es noch zu sagen, außer tschüss, silly.